Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute nur ein ganz schnelles, kurzes Video. Heute machen wir mal nichts Besonderes oder was? Nein, so würde ich es nicht nennen, aber es kommen heute ein paar Fakten, die legen wir nämlich auf den Tisch. Und zwar 10 Fakten über Cookie, mein neues Pferd. Und wieso machst du dieses Video? Damit ihr einfach ein bisschen mehr über ihn Bescheid wisst. Nein, ich wollte eigentlich den anderen Grund rauskitzeln und zwar hat Hella mal einen 20 Fakten nicht, über Gollum das gemacht. Nicht. Das ist so unangenehm. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich kann noch nicht mal zählen. Aber ich habe 20 Fakten gemacht. 20 Fakten über Gollum. Ja. Und am Ende sind es dann doch nur 18 in dem Video. Naja, ist ja auch egal. Jetzt macht Hella auf jeden Fall 10 geworden. Fakten über Cookie. Und ich bin sehr gespannt, welche Fakten du hier auflistest. Also der allererste Fakt ist, dass Cookie ein mit Pferd vollem ist. Namen... Nein. Dass Cookie mit vollem Namen Cookie E. Doe heißt. Also ich blende es euch hier nochmal ein, weil es ein bisschen anders geschrieben wird als Cookie Doe. Aber es wird halt so ausgesprochen. Und für alle, die es nicht wissen, Cookie Doe ist Englisch und heißt Keksteig. Also es wird zwar anders geschrieben in echt, wie du schon und gesagt hast. Und jeder liebt Keksteig. Und jeder liebt Cookie. Der zweite Fakt ist, dass die Vorbesitzerin, also er hatte noch eine andere Besitzerin vor mir, ihn umbenannt hat in Cookie E. Doe. Und vorher hieß er... Ich muss halt nachschauen, weil ich es nicht mehr weiß. Vorher hieß er Calixtus und irgendwie finde ich den heutigen Namen einfach viel besser für ihn, Cookie, oder? Aber schlimmer als Gollum kann es eh nicht werden, also halt alles gut. Calixtus wäre da auch noch ganz gut gewesen. Der dritte Fakt ist, dass er 1,65 groß ist. Ich glaube, wir müssen das einfach nochmal nachmessen, aber die Vorbesitzerin meinte zu mir, dass er auf jeden Fall 1,65 groß ist. Er ist auf jeden Fall größer als Gollum ein bisschen, ja. Aber die Decken passen ihm scheinbar auch von Gollum, also viel länger ist er auf jeden Fall nicht. Der vierte Fakt ist, dass er von der Rasse her ein deutsches Sportpferd ist. Der fünfte Fakt ist, dass er am 20.04.2015 Geburtstag hat, also ist er jetzt gerade 7 Jahre alt. Und wird nächstes Jahr 8. Genau. Jetzt kommen wir zu seiner Abstammung und zwar heißt sein Vater... Darth Vader. Sein Vater heißt Darth Vader, nein. Sein Vater heißt Giacomini. Okay. Ich habe das mal gegoogelt, das ist einfach so ein Springhengst. Und wie heißt seine Mutter? Seine Mutter heißt Rahima. Okay. Habe ich nicht gefunden im Internet. Der achte Fakt ist, dass er erst seit 1,5 Jahren unterm Sattel ist, also gar nicht mal so lange dafür, dass er schon 7 Jahre alt ist. Die Vorbesitzerin meinte, dass er einfach noch so klein war als Hengst damals und dass sie ihn einfach da einfach noch länger Hengst gelassen haben und einfach noch länger spielen lassen haben auf der Wiese, bis er dann angeritten wurde. Also er wurde ja dann erst mit 5 eingeritten. Der neunte Fakt ist, das war auch so das einzige Problem, was ich hatte mit ihm bei der AKU, dass er laut schnaubt. Er schnaubt einfach viel lauter als andere Pferde. Wir haben das aber mit einer Bronchoskopie abklären lassen beim Tierarzt und das beeinträchtigt ihn aber gar nicht. Das ist halt das Gute, sonst hätte ich ihn auch gar nicht gekauft, weil ich wollte auf jeden Fall nicht, dass er irgendwie Atemnot oder sowas hat. Weil man denkt das im ersten Moment, weil man ihn halt laufen hört, dass er halt sehr laut schnaubt. Aber wir haben alles abklären lassen und alles ist in Ordnung. Last but not least. Der allerletzte Fakt und zwar lautet der, dass Cookie super verträglich mit anderen Pferden ist. Also ich kenne ihn ja jetzt noch wirklich nicht lange. Deshalb müssen wir das Video eigentlich nochmal drehen in 3 Jahren oder so, wenn ich ihn dann schon länger habe. Aber dass er einfach super verträglich ist mit anderen Pferden, das sieht man ja schon im ersten Moment, wie er sich mit neuen Pferden verträgt. Und er hat hier schon ganz viele Freunde kennengelernt und er war immer super lieb. Er hat nicht gebissen, nicht getreten oder irgendwas gemacht. Er stand einfach nur da und falls jemand Streit gesucht hat, ist er dem einfach aus dem Weg gegangen. Und sogar Valentino hat ihn ins Herz geschlossen. Ja. Nach so kurzer was Zeit. Was wirklich ein Wunder ist. Ganz ehrlich. Valentino ist immer so ein bisschen, wie soll man sagen? Der Chef. Der Chef. Ja, genau. Jetzt habe ich aber auch noch mal 2 Fragen an dich. Okay. Und zwar, du hast jetzt ja ganz viele tolle Punkte genannt, auch einen, der nicht so toll ist, aber was ist denn eine Macke vielleicht, an der du arbeiten möchtest mit ihm oder irgendwas, was du verbessern möchtest? Also ich möchte einfach reiterlich besser werden mit ihm, auch viel Unterricht nehmen. Ich habe jetzt noch so eine richtige Macke von ihm nicht kennengelernt. Er springt manchmal zur Seite, was man so gar nicht erwartet. So unerwartet macht er das. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, dass er so wirkt er ja total lieb und einfach brav, aber manchmal, das muss man dazu sagen, wenn er dann einmal Panik hat, dann springt er auch richtig zur Seite und da hat er mir schon einmal fast den Arm ausgerissen. Nein, also Arm hat er mir nicht ausgerissen, aber das macht er halt dann auch schon mal. Da kann man, glaube ich, denke ich, richtig gut Schrecktraining dafür machen oder so. Aber so eine richtige Unart ist mir bei ihm jetzt ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Also mir schon. 2 Stück sogar. Was denn? Die erste, die müsstest du eigentlich direkt im Kopf haben und zwar Anhängertraining. Ja, aber das ist ja... Das ist ja wirklich nicht seine Schuld gewesen und ich glaube, das
kriegt man ganz schnell in den Griff. Ja, das stimmt. Und die zweite Sache ist, dass er halt manchmal mit den Füßen ein bisschen schabt, wenn ihm langweilig ist. Das stimmt. Das stimmt. Das macht er. Und das finde ich auch ziemlich nervig. Da ist er einfach ungeduldig oder ihm ist irgendwie langweilig oder so. Ich glaube, ihm ist langweilig, weil wenn man dabei ist, macht er halt nichts. Nur wenn er alleine steht, dann fängt er an zu schaben. Okay, und jetzt kommt die zweite Frage. Und zwar, warum hast du dich für ihn entschieden? Ich habe mich für ihn entschieden, weil sein Charakter mich einfach so krass überzeugt hat. Er ist einfach so eine Seele von Pferd. Nein, ich weiß nicht, wie ich sagen kann. Er ist einfach so ein richtiger Schmusebär. Und wie man auch sieht, er steht hier einfach die ganze Zeit so super lieb und... Och, er ist einfach toll. Also ich glaube, das war so der springende Punkt. Und er hat der springende Punkt, weil er eben auch springt. Ne? Das war der nächste Punkt. Ja, das stimmt. Und er hat mich einfach auch vom Reiterlichen her sehr überzeugt. Er ist super gesprungen und ich habe mich einfach in ihn verliebt. Irgendwie hat es einfach Klick gemacht und ich wollte ihn gerne haben. Das ist, glaube ich, auch wichtig beim Pferdekauf, oder? Dass es halt vom Bauchgefühl her passt. Ihr könnt ja mal gerne noch Fragen in die Kommentare stellen. Falls euch noch was einfällt, was ich jetzt noch nicht gesagt habe und ich versuche das dann zu beantworten. Also die meistgestelltesten Fragen irgendwie. Oder im nächsten Video oder so. Oder im nächsten Video, genau. Ich bin super gespannt, was ich noch mit Cookie erleben darf. Da kommt noch eine Frage. Was ist denn dein Ziel mit Cookie? Hast du ein Ziel? Mein Ziel ist, mit ihm Spaß zu haben. Nein, ich möchte gerne mit ihm auf Turniere gehen, Springturniere, und möchte da einfach weit kommen mit ihm. Okay. Genau. Aber so ein richtig festes Ziel habe ich mir jetzt noch nicht gesetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin natürlich gesund bleiben. Tschüss! Ciao!